Wir haben alle unglaublich lange drauf gewartet und nun drückt es in greifbare Nähe. Das Hauptquartier Level 25 Boom Beach hat einen brandneuen Blog-Eintrag veröffentlicht, der uns schon erste Hinweise auf das neue HQ 25 gibt. Was es damit auf sich hat, was ich mir erwarte von HQ 25, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß, Leute! Rahai Quarza! Ohoho und Bane! Willkommen zurück, liebe Boom Beach Freunde, zu einem neuen Video von Boom Beach. Ich bin der Bane und in diesem Video präsentiere ich euch meine Erwartungen und Ideen zum neuen HQ 25. Doch woher habe ich die Informationen? Ganz einfach, wir wechseln mal in den News Tab und haben dort den Blog-Eintrag Rubberdub Blub. Und ja, Leute, das ist der Text in Englisch, den könnt ihr euch währenddessen durchlesen und ich werde ihn jetzt in Deutsch übersetzen. Lieber Dr. T, du magst ein kompletter Narr sein, aber ich muss mir etwas Luft machen und meine Schildkröten hören mir nicht zu, also musst du es tun. Wie du weißt, wurde mein weltbeherrschendes oder einzigartiges Bart bereits öfters unterbrochen, als ich zählen kann. Um mich aufzuheitern, beschloss ich, diese alliierten Schwachköpfe und ihre erbärmlichen Basen auszuspionieren, um ein wenig Spaß zu haben. Allerdings, ich bin alles andere als amüsiert. Zu meinem Entsetzen habe ich ein brandneues Hauptquartier entdeckt. Und ja, es ist so dumm und unfair, wie es sich anhört. Sie nennen es HQ 25. Ich bin entzürnt. Dies könnte meinen abscheulichen Hot Tube, das ist also ein Whirlpool, wo der Hammerman immer drin badet, ein Ende bereiten. Was soll ich Gerhard sagen? Ich habe das gesamte schwarze Gardebudget für dieses Projekt ausgegeben. Alles klar, nehmen wir den Text nochmal genau auseinander. Wer schreibt hier? Es schreibt Lieutenant Hammerman zu Dr. T. Er fängt so ein bisschen an, ja, niemand hört ihm zu, seine Schildkröten nicht, also muss Dr. T herhalten. Und zwar gönnt er sich immer seine entspannenden Bäder, die aber durch unsere Angriffe auf Hammerman immer unterbrochen werden. Und er hat jetzt spioniert bei den Alliierten, also bei uns, die Schützen und alle anderen Truppen, die Friedlichen. Und da wurde dann das HQ 25 angekündigt, Leute. Und das ist doch schon mal ausgezeichnet. Wir haben aktuell noch kein genaues Release-Datum. Was ich mir vorstellen könnte, vielleicht in 2 Wochen zum 30. Wer weiß, wer weiß. Aber nun mal ein bisschen meine Spekulation, Wünsche, Anregungen, was ich mir so erwarte von HQ 25. Also was vielleicht sein könnte, ist, dass mit dem Hauptquartier Level 25 auch eine neue Truppe mitkommt. Bei HQ 24 war es die Mesh, vielleicht sowas ähnliches dann auch für HQ 25, dass wir da nochmal etwas ganz Neues sehen, was nochmal ganz frischen Wind reinbringt. So oder so, das Hauptquartier Level 25 wurde so unglaublich lange erwartet und Leute, es ist nun an der Zeit, dass es sehr bald kommen wird. Was so oder so sicher ist, ist der goldene Untersatz für die Verteidigungsanlagen. Das ist schon mal ganz klar, denn bei dem HQ 23 war es ein bronzener Untersatz, dann bei HQ 24 ein silberner und dann wird es bei HQ 25 ganz gewiss ein goldener Untersatz sein. Was ebenso sicher sein wird, sind neue Level im Arsenal. Das heißt Bombardement, Artillerie. Ich denke mir mal, fast sämtliche Truppen wird man aufleveln können, wodurch die neue Power und Stärke haben. Was ich mir vielleicht wünschen würde, was sehr nice wäre, wären neue Operationsbasen. Die also nicht immer die gleichen sind, wenn man Foxtrot startet, wenn man Festung startet, sondern dass es da ein bisschen mehr Variation gibt, vielleicht andere Schwierigkeiten. Jo, das wäre doch schon mal ganz nice. Was könnte es ebenfalls noch geben? Wie wäre es denn mit neuen Prototyp-Abwehranlagen? Ich meine, wir haben relativ viele, die auch in einem ständigen Cycle wechseln. Aber sowas ganz Neues, was vielleicht die Truppen, ja, verwirrt, dass die rückwärts laufen, so das Endes der Simo macht, der Simo schießt ja die Schwächsten ab, dann vielleicht eine Prototruppe, die so ab und zu Truppen verwirrt, das wäre doch eine Idee. Ich denke mir, da gibt es viele Möglichkeiten, ob das dann kommt oder nicht, sind alles nur meine Spekulationen, aber das könnte ja interessant werden. Wenn wir mal bei Besonderheiten bleiben, wie wäre es denn mit einer Erweiterung der Base? Die ist ja aktuell immer noch auf dem gleichen Level geblieben, so HQ 22, 23, als Super 24, die ist nie erweitert worden und langsam wird es aber eng. Wenn jetzt dann noch ein paar mehr Verteidigungsanlagen dazukommen, dann wird es auf alle Fälle immer enger werden. Ich glaube zwar nicht, dass sie es machen, aber potenziell möglich ist es, dass es eine Erweiterung der Basis gibt. Was eher wahrscheinlicher ist, ist eine Erweiterung des Archipels.
Das konnte man nämlich seit Haku 22, meine ich, kein einziges Mal mehr aufwerten. Und dass man dann da mehr Gegner sehen kann, dadurch insgesamt auch weltweit die globalen in den Siegespunkten ansteigen. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Da müsste man halt die Radarantenne nochmal erweitern können, ob das eintritt oder nicht. Das werden wir dann sehen, aber interessant wäre es auf alle Fälle. Was ebenso interessant wäre, sind neue Tiefen innerhalb des U-Bootes. Wir haben ja jetzt die neuen Schätze bekommen, also diese geheimen Schätze, wie Blaupause, der Angriffsplan, die verschiedenen Tresore. Das war schon mal eine sehr nice Verbesserung, gerade auch für Anfangsspieler. Wenn man das vielleicht mit mehr Schätzen noch ausbauen könnte oder noch tiefer tauchen könnte und damit vielleicht etwas ganz anderes finden könnte. Auch da hat man sicherlich Potenzial, was es da noch geben könnte. So oder so, ich denke mir mal, Haku 25 wird ein riesengroßer Spaß werden. Sowohl für uns als Spieler, aber auch für die Entwickler. Denn dadurch werden, denke ich mir mal, sehr viele Spieler wieder zurückgewonnen, die vielleicht das Spiel jetzt erstmal auf ACTA gelegt haben und auf ein neues Update warten. Das bedeutet auch, dass ihr weiterhin bei unserem Kanal Rayquaza und Bane auf frische Videos zum Haku 25, zum Kriegsschiff weiterhin hoffen könnt. Das heißt, wenn ihr keine einzige Information und Update-Neuigkeit zum Haku 25 verpassen wollt, dann abonniert genau jetzt diesen Kanal, dann werdet ihr immer zukünftig benachrichtigt und verpasst keine einzige News. Das soweit zum Hauptquartier 25. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren jetzt nur ein paar kurze News. Allzu viel haben wir noch nicht bekommen, aber es ist auf jeden Fall in Planung und es wird sicherlich nicht mehr allzu lange dauern. Was wir dann da konkret erwarten werden, das wird man dann noch sehen. Auf jeden Fall wird es eine wunderbare Zeit werden, die ich gemeinsam mit euch in YouTube erleben werde. Von daher, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal zu Boom Beach, euer Bane. Ciao.